Guten Abend, ich bin heute noch invité, dass der Michael Theurer, das Kollege aus Baden-Württemberg, gehört der FDP und an Deutschland, und das mit mir zusammen an der ALDE-Fraktion vom Europäischen Parlament. Er ist selber Mitglied von einer ganzen Partei Kommissionen, unter anderem der Kommission du Contrôle Budgetaire und auch der Kommission Ökonomik. Wir haben seit der Revelation, besser bekannt in der LuxLeaks, auch eine Spezialkommission angesetzt am Europäischen Parlament. Und hin als einer von den zwei Rapporteuren. Und das auch an der Qualität, die ich heute bei uns als Gast habe. Guten Abend, Michael. Guten Abend, Schau. Ja, ich habe gerade erwähnt, dass du Mitglied bist in verschiedenen Ausschüssen, unter anderem im Tax-Ausschuss. Worüber geht es hier? Also ganz genau, der Sonderausschuss, der beschäftigt sich mit den Tax Rulings. Das sind Steuervorbescheide einzelner Mitgliedstaaten und auch mit vergleichbaren Maßnahmen. Der Anlass waren die Enthüllungen des investigativen Journalistennetzwerks, was bekannt ist als LuxLeaks. Aber es war ja dann meine Idee für die ALDE-Fraktion, für die Fraktion der Liberalen und Demokraten im Europäischen Parlament, dass wir eben nicht nur nach Luxemburg schauen, sondern dass wir mal in einem Sonderausschuss systematisch uns anschauen, wo liegt eigentlich das Problem. Und das Problem liegt darin, dass offensichtlich insbesondere multinational tätige Konzerne einen Teil ihrer Gewinnbasis in ein anderes Land transferieren. Und da wollen wir jetzt mal als Europäisches Parlament genauer untersuchen, ist es legal, ist es nicht legal, wo liegen die Probleme und was könnten gegebenenfalls Lösungen sein? Kannst du uns vielleicht einiges erzählen über das bisher Erreichte in diesem Ausschuss? Also wir haben vor allen Dingen erreicht, dass es Aufmerksamkeit gibt und dass das Europäische Parlament als die Kammer in Europa, die direkt gewählt ist, sich mit dem Thema beschäftigt. Wir sind auf Widerstände gestoßen, zum einen im Ausschuss selbst, weil es Diskussionen gab, auch welche Dokumente wir anfordern können oder nicht. Insbesondere Christ- und Sozialdemokraten wollten einige Dokumente nicht haben. Ich habe das nie verstanden. Wir Liberalen haben gesagt, die Dokumente, die die Kollegen wollen, die sollten wir anfordern. Das Zweite ist, wir sind vor Ort gefahren. Wir waren in Luxemburg, in Belgien, in Irland, in den Niederlanden und auch in der Schweiz. Und wir fahren an diesem Donnerstag auch noch nach Großbritannien. Denn mir war es sehr wichtig, dass wir nicht nur kleine Länder in Europa besuchen oder mittlere, sondern eben zum Beispiel auch ein großes Land. Und ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel die Finanzminister von Frankreich und Deutschland in den Ausschuss eingeladen werden sollen. Man kann sich vorstellen, dass die Bereitwilligkeit, hier mitzuarbeiten, unterschiedlich ist. Wie schätzt du die Bereitwilligkeit Luxemburgs ein, um hier im Ausschuss mitzuarbeiten? Also wir sind in Luxemburg sehr interessiert, sowohl vom Parlament empfangen worden als auch vom Finanzminister Gramegna. Das war sehr positiv. Wir haben auch kritische Fragen gestellt. Wir haben uns da auch unterhalten. Da gab es natürlich dann auch unterschiedliche Auffassungen. Das gehört in einer Demokratie natürlich auch dazu. Ich habe jedenfalls eines gelernt. Ich habe gelernt, dass die Frage nicht einfach zu beantworten ist. Wir brauchen europäische Lösungen, noch besser Lösungen im Rahmen der OECD oder vielleicht sogar im Rahmen der G20, also weltweit. Bist du ein Anhänger der Steuerharmonisierung oder eher einer, der einen gesunden Wettbewerb im Steuerbereich befürwortet? Also zunächst mal ist die Ausgangslage der Enthüllungen im Zusammenhang mit LuxLeaks die, dass dort herauskam, nicht nur in Luxemburg, sondern auch durch Modelle etwa in Irland und in den Niederlanden, sogenanntes Double Irish Dutch Sandwich, dass es einige multinationale Konzerne gibt, die es schaffen, trotz Milliardenumsätze weniger als 1% Steuern zu bezahlen. Und da ist schon ein Problem, wenn praktisch ein Konzern wie Amazon offensichtlich, so ist der Vorwurf jedenfalls, bei einem Milliardenumsatz weniger als 1% Steuern bezahlt, aber der kleine Buchhändler in der Fußgängerzone, sei es in Luxemburg, sei es in Deutschland, etwa in einer Stadt wie Tübingen oder Horb, dann seine Steuern bezahlen muss. Das ist ein Wettbewerbsproblem und da müssen wir uns schon drum kümmern. Die entscheidende Frage für mich als Liberalen ist dabei natürlich die, Vollharmonisierung, ist es die Lösung? Schaffen wir damit den Steuerwettbewerb ab? Ich persönlich bin, um deine Frage konkret zu beantworten, für
Steuerwettbewerb. Allerdings bin ich dafür, dass es einen fairen Steuerwettbewerb gibt. Und hier haben wir zum Beispiel in der Schweiz gelernt, die einen Wettbewerb zwischen den Kantonen haben, dass dafür zwei Mindestvoraussetzungen da sind. Das eine ist Transparenz und das zweite ist, dass es eine gemeinsame Steuerbasis gibt. Dann findet der Wettbewerb über die Steuersätze statt, die unterschiedlich hoch sind, aber nicht mehr über die Frage, was gehört eigentlich zur Steuerbasis, also was ist Gewinn und was nicht. Man darf also davon ausgehen, dass in deinem Bericht, den du zusammen mit deinem Kollegen verfassen wirst, irgendwas rauskommt, was, sagen, nennen wir es mal so, was uns einen Einblick gibt in die Steuergesetzgebung des 21. Jahrhunderts. Denn die des 20. Jahrhunderts ist ja überlebt. Davon kann man ja ausgehen. Also eine große Herausforderung ist tatsächlich, wie sieht das Steuersystem des 21. Jahrhunderts in einer digitalen, globalen Welt aus? Gemeinsam mit der sozialdemokratischen Kollegin Elisa Ferreira werde ich einen Bericht vorlegen. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir bei der Analyse wahrscheinlich auf Gemeinsamkeiten kommen werden. Bei der Frage, was sind die richtigen Schlüsse oder Schlussfolgerungen, erwarte ich allerdings, dass es hier Unterschiede je nach politischer Provenienz geben wird. Es ist also eher Pragmatismus angesagt in diesem Ausschuss, in der Vorgehensweise. Also wir gehen jedenfalls bisher pragmatisch vor. Ich bin froh, dass jetzt endlich, nachdem ich auch Druck gemacht habe, auf den Ausschussvorsitzenden entsprechend auch internationale Konzerne eingeladen wurden, auch die Finanzminister. Zum Beispiel wird der französische Finanzminister Sapin kommen. Es ist auch angekündigt, dass Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident zu uns kommen wird, um über die künftige Steuerpolitik zu sprechen. Ja, wir gehen pragmatisch vor, aber auch mit Nachdruck, denn die Bürgerinnen und Bürger fragen uns schon nach der Steuergerechtigkeit. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, eine große Herausforderung, die wir gemeinsam anpacken müssen. Vielleicht eine letzte Frage. Die Sonderausschüsse im Europäischen Parlament sind ja in ihrer Dauer begrenzt. Wann kann man mit Resultate, mit Schlussfolgerungen in diesem Ausschuss rechnen? Also das Mandat war auf 6 Monate begrenzt. Das hat sich jetzt schon herausgestellt, dass das zu kurz ist. Es wurde jetzt noch mal um 3 Monate verlängert. Das heißt, wir rechnen mit einer Beratung und Beschlussfassung des Berichts im Herbst dieses Jahres. Das wird sich dann mit dem luxemburgischen Ratsvorsitz im Europäischen Rat überschneiden. Absolut. Und wir nehmen hier sowohl den Premierminister Xavier Bettel als auch den Finanzminister Gramegna beim Wort. Der sagte, Luxemburg möchte ein Teil der Lösung sein und wir brauchen eine Ratspräsidentschaft, die das Thema vorantreibt. Na gut, dann werden die nächsten Monate uns etwas läutern in dieser Frage. Das hoffen wir jedenfalls. Wir werden auf jeden Fall die kritischen Fragen stellen und pochen auf gute Antworten. Ja, vielen Dank. Das wäre also mal Michael Theurer, die heute gesehen hat, dass ein Mann, dem mit Pragmatismus zugeht. Wir sind natürlich gespannt, ob Konklusionen, dass an diesem Moment nach viel zu viel Freude teilweise werden, das hier sind, den er sich auch am nächsten Moment wird beschäftigen. Und wieder an seine letzte Antwort kann er führen. Wir rechnen damit, dass hier als Rapporte auch ganz viel mit der Luxemburger Präsidenz und Exercice du Conseil zurückkriegt. Das wäre dann für heute. Vielmals merci und einen schönen Abend.